Hey, willkommen zurück zu Duke Nukem 2. Oh nein. Dieser Kackball. Ich meine, ich finde ihn cool. Oh. Oh, der ist dann immer ein bisschen schwierig, wenn wir ihn einmal angeschossen haben. Fies, dass der Augenwerfer so eine riesen Reichweite hat. Ich bin ausgewichen. Aua. Aha. Kann ich mich dranhängen? Nice. Zweimal ausgewichen. Ah, wenn ich mich hier dranhänge, kann ich nach unten schießen. Nein. Und habe P. P. Ah, ein F für Flamethrower. Ja, mit dieser Waffe, für diese Waffe gibt es extra viele Secrets. Die ist natürlich praktisch die beste Waffe. Weil sie hat viel Durchschlagskraft. Sie fliegt schön schnell, wie man sieht. Kommt schnell an ihr Ziel. Das heißt, zwischen drücken und den Gegner treffen, vergeht nicht so viel Zeit. Und wir können damit nach unten schießen, was auch unglaublich praktisch ist. Alter, das Ding aus. Außerdem können wir damit den hier machen. Wir können damit nach oben fliegen. Und mir erscheint das so. Zumindest jetzt. Dass es relativ viel Munition hat. Oh, was ist das? Es leuchtet lustig. Ah, ich habe es zerstört, ne? Doof. Ja, okay, jetzt hätte ich anders machen müssen. Ich könnte sterben. Ich will wissen, was das war. Das sah seltsam aus. Ah, das Ding kann man auch zerstören. Hey, das muss jemand sagen. Ich glaube, ich bringe mich um. Ich will wissen, was diese schwarze Glitzerkugel war. Gibt es den Gegner? Gegner? Der Schleim hier oben erinnert mich übrigens an den Schleim von Duke Nukem 3D. Und das Ding unter uns ein bisschen an Half-Life 1. Okay, schön, wir sind gestorben. Und damit ist alles zurückgesetzt. Ich will mal schauen, wie viel der Belge aushält hier. Hallo? Hey, ich habe übelst auf die Taste gehauen. Geht. Also kann man machen. Einfach mal nicht geschossen. Der alte Pazifist. Oh, Bonus. Ah ja, hier schon wieder der CD-Werfer. Wirft sie mit CDs um sich, aber... Na dann. So. Genau, es gibt viele Verstecke für diese Waffe. Ja, benutze sie zu deinem Vorteil. Ja, ein schönes Handy. Ein modernes. Oh. Truthahn. Oh, die habe ich gar nicht gesehen. So, wo war es da? Okay, das kriege ich hin. Yay! Oh. Bring diesen speziellen Kristall... die Kristallsphäre zu seinem Ständer. Für einen Spezial Hinweis, glaube ich. War es ein Hinweis? Ja, auf sein Podest sollen wir es bringen. Ja, jedenfalls schön, dass wir damit auch Gegner unter uns töten können, was davor mal ein bisschen schwierig war. Ich weiß gar nicht, wie viel Schaden das Ding macht. Im Vergleich zu unserer normalen Waffe. Hat auch echt eine krasse Feuerrate. Rocket Launcher möchte ich nicht. Nö. Möchte ich nicht, habe ich gesagt. Ich meine, schön, dass wir einen Raketenwerfer haben. Der ist schön stark, aber... Ach Mensch. Komme ich da hoch? Komme ich so da hoch? Nö.
Oh. So auch nicht. Ja, da rechts war er. Schönes VHS-Tape. Wahrscheinlich auch von Duke selbst. Diese blöden CDs immer. Muss ich mal gucken, ob ich da irgendwie einen besseren Weg drumherum finde. Ah ja, das U. Komm ich da hoch? Ohne Flammenwerfer. Hey. Der springt hier nicht so, wie er soll. Da klar. Sicher doch. Mhm. Ja, das sieht mir total legit aus. Du auch nochmal. Aber sicher doch. Kann ich da irgendwie hochklettern? Nee, ich kann da nämlich nur dranhängen. Lustig, wie, da, wie er am PC hängt und nicht mitbekommt, was los ist. Nein. Na klar. Ja, es wird doch hier irgendwann geflogen, oder? Die cheaten doch hier, die Gegner. Wo war denn hier? Da ist der Riesenbonus, ne? Komm ich da ran? Ich will den haben. Ist hier rechts nochmal was? Ja, aber ich möchte ihn trotzdem haben. Ja, also. Okay, danke. Ah ja, okay. Das ist total gelohnt. Ach Mann. Ich hätte eine schöne Cola haben können, aber die wurde mir verwehrt. Ah ja, kein Rapid Fire mehr. Gut zu wissen. Ah, ich muss mich gar nicht hinhocken für der Gerät. Hinweis, die Schlüsselkarte ist im oberen rechten Segment vom Level. Das Exit ist oben links. Interessante Spielmechanik, oder? Ja, Bereich gesichert. Schleim, Schleim, Schleim. Diskettenwerfer, CD-Werfer natürlich. Ha. So. Ja, von den CDs bekommen wir bestimmt Schaden, weil es irgendwelche billig Quacks sind. Und da kriegen wir nur Viren. Das war noch Zeit, ne? Stopp, 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 stopp. Okay. Na klar, diese Scheißflamme hat mich noch erwischt. Nein. Ah, total. Ah, hier ist ein Podest, da kann ich mich draufstellen. Vielen Dank. Das nutze ich auch. Rapid Fire. Oh, hab ich nicht gesehen. Oh, da kommt das Vieh dran. Okay. Weiß ich jetzt auch. Das Ding wird auch bestimmt schon wieder durchglitschen. Und das sage ich nicht, weil es Schleim ist. Dieser Kackschleim, ey. Was? Gerade eben ging das doch. Hä? Hat's das Ding nicht gerade eben schon mal probiert und dann war ich außer Reichweite? Oh, die habe ich nicht gesehen. Ja, Rapid Fire ist aus.
Aber wie gesagt, kein Problem. Großteil der Gegner ist schon tot. Und wir wissen ja eigentlich schon, wo wir hinwollen, ne? Oh, ein K. Oh. Und zwar nach oben rechts, um meinen Satz mal noch zu beenden. CD-Werfer. Komme ich da hin? Hm, ja. Viele Schleim. Ja, wenn ich den Ball ein paar Mal getroffen habe, wissen wir ja schon. Ist er hinüber. Gut. Warum sollte ich das Risiko eingehen? Oh, da hat irgendwas auf mich geschossen. Ich habe es nicht gesehen. Okay. Dafür habe ich immer den Truthahn bekommen. Ah ja. Das M. Oh. Nehme ich mit. Ja, hier oben ist es nicht mehr so schwierig, ne? Die HP und sowas könnte ich alles mitnehmen, aber eigentlich lohnt es sich gar nicht, wenn hier das Exit ist. Ja, der zockt ja eine Runde. Oh, bin ich ihm zu nahe gekommen. Na also, ja, nach dem Exit bekommen wir eh wieder volle HP. Ja. Kein Bonus, oh Gott. Get ready. Oh nein, ich war noch nicht ready. Ich habe noch meinen Tee getrunken. Vielen Dank. Oh, der war aber schneller kaputt als gedacht. Ah, frische Luft. Cool. Schaut mal, was es hier links gibt. Scheiß Ding. Ah ja, dann darf ich auch durchlaufen. In Ordnung. Nichts gibt's hier, lieber Zuschauer. Schau's dir an. Nur Schaden. Und da oben? Nein. Ah, okay. Explosionen scheinen auch Gegner zu schaden. War ich mir vorher auch nicht ganz sicher. Einmal Atomic Health. Und natürlich Futterbänder. Yay! Yeah. Was haben wir hier schon vermisst? Oh, haben noch keine Zugangskarte. Aber Atomic Health. Ja, das machen wir so. Ein Inn. Oh, da geht's nicht weiter. Ah, die sind ab und zu an und aus, ne? Die Belüftung. Coole Angelegenheit. Nein, ich hätte weglaufen sollen. Ja, die Teleporter-Bots beeindrucken mich nicht so wirklich. Die haben es irgendwie nicht drauf. Die halten einfach zu wenig aus. Mehr Schleim. Theoretisch muss ich die Fässer nicht kaputt schießen, aber... Wenn ich was kaputt schießen kann, dann tue ich es natürlich auch. Na, oh, ich dachte, ich krieg die obere Stufe noch.
ist da auch mal was drin. Ach Mann, nichts kriege ich hier. Nur leere Versprechen. Na also. Einmal Rocket Launcher. Oh. Was ist denn da oben? Okay, das ist in die Luft gegangen. Hm, cool. Muss ich die Kugel kaputt schießen? Ein U. Ah ja. Okay, wir müssen wieder nach links wahrscheinlich. Oder war das unter uns? Das war unter uns, ne? Das war nicht unter uns, okay. Ah ja, ich darf nicht durchlaufen. Rapid Fire hilft mir gerade überhaupt nicht. Lass ich mal liegen. Schöne Boombox. Komme ich da irgendwie so hin? Nö. Nur mit ein bisschen Aufwind. Naja, Pio Pio. Die Dinger sind lustig. Und dann die Geschichte hier nochmal. Ups. Gab's bei der Duke Nukem 1 mal ein Level mit Förderbändern über Förderbändern. Die waren so schwierig. Da wäre ich beinahe ausgerastet. Cool. Duke, du hast alles zerstört. Sehr gut. Okay. Gibt's hier was? Na klar. Nein. Achso, ah, ich habe den Rocket Launcher nicht mehr. Ah, habe ich nicht gesehen. Deswegen habe ich nur einmal geschossen und mich dann gewundert, dass das Vieh noch lebt. Ah ja, okay. Könnten wir theoretisch auch. Sehr schön. Übrigens cooler Hintergrund, ne? Alles ein bisschen zerstört, irgendeiner Stadt. Und was von dem Hintergrund, wo wir ja vorhin auch waren. Ah ja. Ja, dieses Gerät wird dir bestimmte Hinweise geben, wenn du ja, die blaue Sphäre findest und hierher zurückbringst. Trotzdem gemeint, dass man die Sphäre zerstören kann. Komme ich da hoch? Ne, ich glaube nicht. Zum Glück haben wir hier den Checkpoint, ne? Das ist alles dann kein Problem. Kann ich da durch? Also ja, ich glaube, ich kann da nicht durchlaufen. Haben wir den Schlüssel noch? Ne, die haben wir vorhin verbraucht, ne? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Da könnte es was Schönes geben. Und? Oh Mann. Ich will da eigentlich gar nicht drauf schießen wegen den radioaktiven Fässern. Die machen bestimmt auch Schaden, wenn man da reinkommt. Aber da, ich habe doch hier eine Kette, ne? Nö, darf ich nicht. Okay. War kein Schleim drin, zum Glück. So eine Brille nehmen wir mit. Für mehr cool sein. Oh yeah. Schönes Sixpack. Und einmal Rocket Launcher. Rocket Launcher. Perfekt gesprungen. Hervorragend gemacht. Ich glaube, wenn man volle Energie hat und nimmt Atomic Health auf, bekommt man extra Punkte. Oh. So.
habe natürlich immer noch keine Ahnung, wo wir hin müssen. Aber hier sieht es schon mal nicht ganz so falsch aus. Ah ja. Die zerstöre ich mal, so lange wie ich es kann. Ah. Aber dadurch komme ich nicht, oder wie? Ist ja doof. Kann ich? Zufällig? Die Wand hat zerstören? Ja. Die hatte. Die sah aus, als wenn sie kaputt wäre. Komme ich wieder nach oben? Nö. Gerade nicht. Kann ich da oben durchschießen? Nö. Dann vielleicht hier rechts. Nein. Nein, 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 nein. Wie komme ich da ganz nach oben links? Bestimmt dann weiter unten, ne? Ja, das wissen wir schon. Oh. Okay, hier waren wir schon mal noch nicht. Ah, ein K. Was ist da durch? Nee. Einmal Atomic Health und einmal Rocket Launcher. Oh. Das kann ich mitnehmen. Nichts drin. Na dann, das sind wir da, wo wir hinwollen. Ah, okay. Ich habe gerade im Blick gehabt, wie ich da rüberkomme. Ach Mensch, ich will einmal Atomic Health mit voller Energie haben. Weißt du, da passiert nichts Besonderes. Das ist die Zugangskarte, ne? Was? Live vom Riegel, it's Saturday night. Ja, Riegel ist der Planet. Wo die Riegel-Lateiner sind. Nun, 10.000 Punkte. Besser als nichts. Achso, weil ich es nicht in Reihenfolge gemacht habe, ne? Das Newcomb eingesammelt. Nein, nicht kaputt gehen. Ah, okay. Ja, habe ich gerade nicht so viel davon. Wo war nochmal der Punkt, an dem wir die Zugangskarte brauchten? Ich hab's gehört. Ah ja, und hier ist Exit. Bam. Nice. Circuit Bonus Nummer 3. Das ist das Newcomb. Oder war das das Newcomb? Bin mir nicht mehr sicher. Vielleicht einfach nur der Coolheitsbonus, weil ich so cool bin.